Servus, Freunde des Ballsports. Der FC Bayern München ist natürlich als Gruppenerster in die nächste Runde der UEFA Champions League eingezogen. Aber jetzt könnte es eben im Achtelfinale schon soweit sein und man könnte auf ein richtiges Hammerlos treffen, beziehungsweise zwei richtige Hammerlose. Es entscheidet sich zwischen vier Mannschaften, auf die man treffen kann, und die stelle ich euch heute vor. Und zwar natürlich das Achtelfinale, das ergibt sich wieder aus den ganz einfachen Auslosungsregeln. Der FC Bayern München ist Gruppenerster geworden, das heißt, sie können schon mal nicht auf alle weiteren Gruppenersten treffen, sondern eben nur auf die Gruppenzweiten. Und dazu kommt natürlich die Regel, sie können nicht auf den Gruppenzweiten aus ihrer Gruppe treffen. Da man natürlich nicht nochmal so ein Duell innerhalb dieser Gruppe haben möchte, das kann man spätestens erst wieder im Viertelfinale haben. Und aus deutscher Sicht kann man natürlich auch nicht auf Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt oder RB Leipzig treffen, da man auch im Achtelfinale keine Duelle aus der eigenen Liga haben möchte. Auch das ist erst im Viertelfinale erlaubt. Deswegen bleiben als possible Gegner nur noch vier Mannschaften übrig. Und das ist einmal der Club Brügge. Okay, das ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, aber geht noch. Dann der AC Milan. Das ist auf jeden Fall schon mal ein richtiges Hammerlos, aber es wird noch viel härter, denn die anderen zwei Lose sind Paris Saint-Germain und der FC Liverpool. Das sind natürlich zwei richtige Brocken. Alle diese Mannschaften wurden nur Gruppenzweiter. Alle diese Mannschaften haben sich auch wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Aber sind wir mal ganz ehrlich, das kann hier in der Gruppe der letzten 16 schon richtig, richtig abgehen. Ich hätte richtig Bock auf Paris, ich hätte richtig Bock auf Liverpool, ich hätte Bock auf Milan. Natürlich aus deutscher Sicht hofft man wahrscheinlich auf Brügge. Das wäre das harmloseste Los und dann wäre man so halbwegs sicher weiter. Ja, wir dürfen nicht Villarreal letztes Jahr vergessen, ganz klar. Aber das wäre, denke ich, noch ganz in Ordnung. Aber das ist auf jeden Fall wirklich heftig, was man hier im fucking Achtelfinale schon für Lose ziehen kann. Und ich bin gespannt. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Was meint ihr? Wen werdet ihr ziehen? Eure Infos gerne mal in die Kommentare. Bis dann, Leute. Ciao.